Es kommt einmal auf die Drift des Bootes drauf an, des Rudders drauf an, und es kommt auf die Wassertiefe drauf an. Wir fischen normalerweise im Bereich zwischen 4 und 10 Meter Wassertiefe, und deswegen ist es wichtig, immer den Buttlöffel vom Kutter wegzubekommen. Das ist das A und O. Eine schöne Platte. So funktioniert das. Es gibt halt unterschiedliche Methoden. Einmal das Ranziehen und einmal das leichte Jiggen. Kann ich vielleicht auch mal demonstrieren. Oh, eine schöne Klische. Die lassen wir wieder frei. Nummer 36, 32, 35, 31. Thank you.
Stück. Mach drei, zwei Stück. Hängen höher. Ich darf immer noch mal nachbezahlen, wenn man auf die Folgen hat. Ja, ich muss sagen, es war ein erfolgreicher Angeltag. Achso, ich dachte, ich wäre jetzt hier im Interview. Ja, rede. Ja, okay, rede weiter. Klar, war ein toller Tag heute. Oh, erfolgreich. Noch. So wie ich mir das vorgestellt habe. Fürs erste Mal. Kann. Super. Ehrlich? Nochmal lächeln. Auch wenn es schwerfällt, nochmal lächeln. Ja, ja. Danke schön. Und endlich mal was Gesundes. Ja, was Gesundes. Endlich mal was Gesundes. Wir haben gefangen an den beiden Tagen 881 maßige Butte. Sehr gut. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Nicht ganz so gut. Genau. Also 881 ist sehr schön, das heißt 55 Fische im Schnitt pro Person. Wobei einige natürlich mehr gefangen haben. Ja, hier haben wir unsere Gewinner. Dennis, Bernhard, Shorty und Thomas. Die 5. Boot-Tour gewonnen haben in verschiedenen Disziplinen. Das sieht man ja. Dennis hat den größten Fisch gefangen. Bernhard ist Zweiter geworden. Shorty hat den Siegertreppchen ganz oben bestiegen. Und Thomas hat den Dritten gemacht. Mhm.